Laghu Bhujangasana ist die kleine Kobra-Stellung. Die Kobra, wo du den Oberkörper nicht ganz so hebst. Es gibt drei Stellungen, die als Laghu Bhujangasana bezeichnet werden können. Zum einen, du hebst die Hände leicht und hebst dabei Brustkorb so hoch, wie du kannst. Da du nicht mit den Händen stützt, kommst du nicht ganz so weit oben. Als zweites, auch wenn du die Handflächen auf den Boden gibst und den Nabel auf dem Boden hältst, bist du auch in der Laghu Bhujangasana. Im Unterschied zur normalen Bhujangasana, wo du ja die Arme fast ganz ausgestreckt hast und die Schultern nach hinten und den Kopf nach hinten gibst. Eine dritte Stellung, die als Laghu Bhujangasana bezeichnet wird, ist die Ellbogen auf den Boden geben und die Schulter nach hinten. Diese Stellung bezeichnen wir bei Yoga Vidya als Bhujangasana, als Sphinx, und sie wird in anderen Traditionen auch als Sukha Bhujangasana, als einfache Kobra bezeichnet.